Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange mit Max im Haus von Chloe. Mit dem gefundenen Werkzeug. Hoffentlich alles so, wie es sollte. Ach nee, das ist ja das falsche Zimmer. Wie mit dem Vogel. Der zwitschert da jetzt weiter vor sich hin. Okay. Ich denke die ganze Zeit, was zwitschert da so? Aber ja klar, es ist der Vogel, um den wir uns gekümmert haben. Was ja noch Konsequenzen haben wird. Wo ist das Zimmer nochmal von Chloe da? Ja, es ist wieder sehr hell im Hintergrund. Ich kann leider nichts machen. Die Sonne scheint gerade etwas. Ausnahmsweise mal natürlich immer abends dann, wenn ich aufnehme. Was heißt immer? Sehr selten im Moment. Ich freue mich eigentlich, wenn die Sonne scheint. Es tut mir immer leid, sie aussperren zu müssen mit meinen Vorhängen. Aber ja, sonst würde es noch heller sein. Und das sieht ja jetzt schon ziemlich überblendet aus. Tut mir also leid dafür, aber ich kann nichts tun. Was sagt jetzt Chloe? Hier, Werkzeug. Ich habe die Tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Die wirkt immer etwas harsch, die Chloe. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Ich war dort. Ich war nicht dort. Natürlich war sie dort. Und das kann sie jetzt auch zugeben. Sie ist ja ihre Freundin. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Ich war mir nicht sicher, gar nicht. Ja, das habe ich mich halt auch schon ja gefragt, warum erkennt sie nicht ihre beste Freundin und kann dann nicht eingreifen. Ich war mir nicht sicher. I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. So ist es also. Sie haben sich selber schon so lange nicht gesehen, dass sie selbst optisch gar nicht so erkannt hat, weil sie sich so verändert hat. Jetzt wird mir das auch klar, dass sie sich gar nicht sicher war. Und das erklärt halt auch die Frage, hey, was, wieso, wenn die Freundinnen sind, wieso konnte sie mit ihr dann bisher darüber nicht reden? Ja, sie hat natürlich ein wenig davon gehört. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Absolut. Wem denn? Ja. Sie hat gesagt, dass er es war, mit der Knarre, aber sie hat ja gar nicht von dem Gespräch erzählt. Also wem denn? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Okay. Die Musik ist so entspannend. I know it was your birthday last month. Oh, wie süß, hat sie an ihren Geburtstag gedacht? This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yeah. You're crazy. Hey. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Yeah, okay. Dann wollen wir mal Chloe fotografieren.
This day couldn't get any stranger. Mit so einer coolen Einweg... Nee, nicht Einwegkamera. This song fucking rules. Sofort. Can't dance TV, come on. Rock out, girl. Ja, okay, Chloe. Sind yes, Party-Laune. Bring it down, Max. Lass knacken, Max. Yo, turn it off, turn it off. Oh, oh. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up, we need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me oh Gott, if he oh Gott. Finds you Schnell here. Verstecken. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe. I'm coming. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Oh, nein. Don't be smart. Just let me in. Now. Oh, unter das Bett. One second. My bra is stuck. Oh. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Wo denn? Im Schrank geht ja exactly nicht. 1, 2, 3 und er ist drin. Kann ich was tun und das Bett? Ja. Shit. Nein, 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 er kommt rein, scheiße. What's going on in here? Why is she nein! here? None of your business. I don't like strangers here. Stop freaking. She's not a stranger. This das is my Bett. Friend. Natürlich. Great. Another one of your friends. Aber wäre ich da mal ein bisschen näher rangegangen, hätte ich es gesehen, dass man sich da verstecken kann. Ich will mich verstecken. Ich will One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. It's not my pot. It's from Max. Was? Is this true? Das ist aber heftig jetzt. Chloe beschuldigen, Schuld auf dich nehmen. Das ist aber schon heftig, weil dann kommt sie ja damit in Schwierigkeiten. Und sie beschuldigt aber einfach ihre Freundin. Also ich finde das gerade echt krass. Ich meine, macht man ja auch eigentlich nicht, ne? Sie will sich natürlich selber dadurch rauswinden. Und wenn sie jetzt ihre Freundin in Schutz nimmt, hat sie natürlich einen Gut bei ihrer Freundin. Aber was haben wir denn dann für Schwierigkeiten als Max mit dem Stiefvater, dass der dann denkt, als Freundin kiffen wir und bringen das Zeug mit. Also das finde ich von Chloe überhaupt nicht in Ordnung, ihre Freundin zu beschuldigen und sie damit total in diese Bredouille zu bringen. Total schwierig, keine Ahnung. Also ist ihre Freundin, natürlich wird die jetzt auf uns sein. Wenn wir jetzt die Wahrheit... Ich bin eigentlich immer für die Wahrheit, ne? Aber ich nehme jetzt einfach die Schuld auf mich, würde aber dann sagen so, Chloe, was sollte das so mäßig? Yeah. My pot. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do get you? Get the hell away from huh? her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Yo, super. Toll gelaufen. Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass nee, down, sie hat Ärger Max. Bekommen, du, He's no match for you and me now. That was an epic win. Nee, es ist nicht witzig. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Ich will zurückspulen. Man, that did not go well for me. Nee. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. Na dann. Wir sind einfach gar nicht da. Wir verstecken uns natürlich unterm Bett. Jetzt haben wir es gleich. Chloe. I'm coming. What are you doing? Jetzt schnell. Chloe, you're stalling. I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? Wo soll ich mich denn dann verstecken? One second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Bewegen. Beweg die Lampe. Okay, sehr gut. Und dann versteck dich im Schrank, wenn es geht. Ja, ist doch egal, wo sie sich versteckt. Wenn sie sich unter das Bett versteckt. Wenn sie sich eh versteckt, kann sie sich auch unter das Bett verstecken. What's going on in here?
Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. Vielleicht kommen wir damit aus der Sache raus mit One dem of my guns is missing. Mit der Kifferfrage. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait, is that grass? You've been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Versteckt bleiben. Wir bleiben natürlich versteckt. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Ah, heftig. Das ist nicht in Ordnung. I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Ja, vielleicht ist da was dran, aber hauen geht natürlich nicht. Ja, hey, wir haben nicht okay? eingegriffen, aber dadurch wissen wir Welcome wenigstens, wie er wirklich drauf ist. Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger nicht. Dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Dann hätte sich die Frage gestellt, wieder mal, ob sie das war mit dem Gras. Also, entweder wir lügen für Chloe oder sie kriegt eine gewischt. Und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Es war also die blöde Lampe, die man hier wegnehmen musste. Und ich denke, hey, das Bett jetzt meist richtig. Aber nein, es war die Lampe, die ich wegnehmen sollte. Drehen wir die Zeit zurück und greifen nochmal ein. Ja, dann kriegt sie halt keine gewischt, ne? Weil sie es jetzt schon weiß. Da wir das jetzt wissen, möchte ich das einmal ausprobieren. Aber wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Geht das auch schneller? Chloe, open this door. Wir bewegen die Lampe, verstecken exactly uns nochmal. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. Phew. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You've been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Ich meine, sie hat's ja gemacht, ne? So, wir müssen jetzt eingreifen. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do Get you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. Hmm? I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down! Relax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window.
There is one cool place we can hang in this hickhole. Ich finde eher, dass Chloe einen schlechten Einfluss auf Max Man, hat. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. Ach Mann, immer wenn sie das am Ende sagt, dann hadere ich schon wieder so mit dieser Entscheidung. Aber ja, eine wischen zu lassen, finde ich halt auch scheiße. Und sie hat halt wirklich gekifft, ne? Was ist aber, wenn Chloe das irgendwann rausbekommt, dass sie diese Fähigkeit hat und ihr das richtig übel nimmt, dass sie da halt nicht eingegriffen hat, so mäßig, ja, du hast das in Kauf genommen, dich im Schrank zu verstecken und ich habe eine geknallt gekriegt, du wusstest das, so, hättest was ändern können. Und ich würde sagen, wir haben jetzt zwar gelogen, aber es kann uns halt keiner nachweisen, deswegen bleibe ich jetzt mal bei der Entscheidung. Also es kann ja keiner ihr gerade beweisen, wer es von beiden war. Aber eigentlich sollte der Vater oder Stiefvater sie so gut kennen, die Chloe, dass er halt wissen sollte, dass sie es halt eigentlich ist mit dem Kiffen. Und das finde ich halt nicht in Ordnung von Chloe, dass sie das hier oben macht, dann noch so trotzig ist. Natürlich ist es nicht okay, dass der Stiefvater ihr eine ballert, aber warum verhält sie sich dann auch so extra provokant so und extra trotzig? Und ich finde, wie gesagt, dass sie eher die gerade ist, die Max so ein bisschen anstiftet und sich noch nicht mal bedankt dafür, dass sie jetzt ihren Kopf hingehalten hat. Also schön, dass ihre Zukunft ihr vielleicht nicht wichtig ist, aber die von Max schon. Naja. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem? Dafür die Waffe stehlen, zurücklegen. Also wofür die Waffe stehen? Ja, auch das mit der Waffe ist nicht in Ordnung. Was steht die jetzt eine Waffe? Was hat die damit vor? Was steckt da für eine Intention dahinter? Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. Yeah. I know, Max. But I do feel safer having a 9mm in my pants. Mhm. Kannst du sie benutzen? Also ich nicht. So. Well, I don't. Guns make me nervous. You should be playing guitar, not playing with a gun. When assholes stop threatening me with guns, then I'll stop playing with mine. Your gun can't stop a bullet in your back. Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. Mhm. Gibt aber auch andere Frauen. Ich finde es gut, dass sie ihr wenigstens die Meinung gegeigt hat mit der Waffe. Ich hätte es genauso gesagt. Und die wollen jetzt wirklich aus dem Fenster steigen mit ihr, oder was? Das war's? Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years ago. Max, open the window and we can blow this popsicle stand. Anscheinend bleibt uns nichts anderes übrig, als aus dem Fenster zu verschwinden. Wie hättet ihr euch entschieden? Habt ihr eingegriffen? Habt ihr nicht eingegriffen? Hättet ihr eingegriffen? Hättet ihr sie gedeckt? Mit dem Joint? Oder nicht? Was haltet ihr von der Waffengeschichte? Ich finde das sehr, sehr, ja, gefährlich, was sie da treibt. Klar, sie hasst da ihren Stiefvater und es bietet sich auch wunderbar an, dass der Stiefvater da einen Keller voll von hat. Aber so kann es einfach nicht gut laufen. Kann eigentlich auch nicht gut enden. Also irgendwas wird mit dieser Waffe auf jeden Fall noch passieren, denke ich mir. Ach, wie schön, André. Wo sind die denn jetzt hin? In einem Wald. Isn't this awesome, Sus? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Hold on! I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ach, wie schön. Ist aber sehr, sehr schön hier. Ich glaube, Max ist auch so ein bisschen überfordert, oder? Was ist das hier? Müll? Wäre ja auch komisch, wenn es das hier nicht gibt. Oh, Warren schreibt. Oh nein, der hat sich noch voll gekloppt. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an, versprochen. Kein Problem, du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Ja, okay. Vielleicht kommen wir da noch zu. Boah, und dann postet der noch so ein Bild, dass er voll einen auf die Schnauze gekriegt hat. Hat Papa mal geschrieben? Kate? Mama? Nö. Passt schon. Können wir hier mittlerweile was lesen? Wieder so ein Tagebuch, vielleicht weiter hinten und nicht so vorne?
Oder das hinten. Ihr wisst schon. Also 15, 16, 17, 18. Oh mein Gott, ich habe so viel übersprungen schon. Hier, dann fuhr das Mädchen vom Klo in einem Pickup vor. Meine ehemals beste Freundin Chloe Price. Genau. Hier ist das mit Chloe, schreibt sie, was da passiert ist. Steigen wir mal ein, wo wir gerade sind. Dann fand ich ein Foto von Chloe und Rachel Amber. Chloe flippte aus und wirkte mir einen dafür rein, dass ich mich nie gemeldet habe. Ich hab's verdient. Sie und Rachel waren beste Freunde geworden und wollten für Ruhm und Reichtum nach Los Angeles abhauen. Rachel bedeutet Chloe sehr viel, deshalb hat sie die Vermisstenposter aufgehängt. Ich fühlte mich noch mieser, dass ich sie all die Jahre allein ließ, in denen sie mich am meisten brauchte. Du bist scheiße, Max. Chloe ist besessen von Rachel, meinte, sie verschwand, nachdem sie einen tollen Typen getroffen hatte. Wohl ein Psycho aus dem Netz. Chloe wollte was rauchen und allein sein, also ging ich runter, um meine Kamera zu reparieren. Ich erkundigte weiter und zog den Paranoia-Hauptgewinn an. Überwachungssystemen in Chloes Haus mit Kameras im Flur und in einigen Zimmern echt unheimlich. Wie paranoid muss man sein, um Kameras in einem eigenen Haus anzubringen? So wie Chloes Stiefvater, schätze ich. Ich verstehe, warum sie rebelliert. Jetzt kann ich das leider nicht sehen. Ich kann meine blöde Kamera nicht reparieren. Mit einem Schmetterlingsfoto und wusste, dass es in dem Bad den Alarm ausgelöst hatte. Da veränderte sie sich völlig, als sie erkannte, dass ich ihr das Leben gerettet hatte. Es hätte auch anders ausgehen können. Sie war so glücklich, als seien wir wieder Kinder und es war toll, sie so zu sehen. Sie gab mir sogar die alte Instamatic-Kamera ihres Vaters als Symbol unserer Wiedervereinigung. Sie drehte die Musik auf und tanzte auf ihrem Bett wie eine Verrückte. Sie brachte sogar mich zum Tanzen. Ein wenig. Dann tauchte Chloes Stiefvater auf. Es war David Madsen. Ich versteckte mich im Schrank und dann kam David rein, wütend wegen der Musik. Außerhalb der Schule war er noch furchteinflößender. Er beschuldigte Chloe, einer seiner Waffen gestohlen zu haben. Dann wurde er es ernst. David fand Chloes Joint und rastete aus. Ich konnte es nicht ertragen, immerhin war sie an diesem Morgen fast gestorben. Also kam ich heraus und sagte, es sei meiner. David bedrohte mich, doch Chloe war klasse und drohte ihm. Er verzog sich sehr schnell. Chloe war gerührt, dass ich die Schuld auf mich nahm. Sie hat tatsächlich eine seiner Waffen geklaut und wedelte damit rum wie ein Idiot. Zu viel Feuerkraft für sie an einem einzigen Tag oder einem Leben. Zum Glück beschlossen Chloe und ich, auf Erkundungstour zu gehen wie beste Freunde. Ja, so weit habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, dass Chloe fast gestorben wäre und sie deswegen halt auch extra so einen Schutz nimmt. So mäßig, ja, dass sie zu viel einstecken muss und deswegen halt auch mal verdient, dass jemand für sie ihr den Rücken deckt oder so. Aber trotzdem finde ich ihr Verhalten ein bisschen fragwürdig. Wir machen mal erstmal weiter. Haben wir denn hier mittlerweile was Neues? Wir haben hier Chloe. Ich liebe ihre blauen Haare und punkigen Klamotten. Es macht Sinn, dass sie zur Rebellin wurde. Sie sieht immer noch aus wie ein Pirat, mitten im Stage-Diving. Ihre Körpersprache sagt mir, dass sie sauer auf mich ist. Ich bin froh, dass ich die alte Chloe noch in ihr sehe. Oder ist es die junge Chloe? Sie muss wegen dem Tod ihres Vaters total fertig sein. Wäre ich auch. Das war eine furchtbare Zeit für Chloe und Joyce. Ich fühlte mich schlecht. Vielleicht war ich froh, wegzuziehen, um dem Koma zu entkommen. Apropos Koma, sie hat sich offensichtlich mit Nathan Prescott's Mist eingelassen. Kein Plan, was zwischen den beiden abgeht, aber ich werde es rausfinden, um jeden Preis. Ich habe jetzt zwar nicht alles. Ich habe zwar nicht alles vorgelesen, aber naja. Chloe's stepdouche better not cause me trouble. Sie nennt mit Stiefdödel nennen. Was ist das hier? A tree haiku? How pretty. Können wir das uns noch genauer angucken? Nö. Ach, was ist das hier? Fußabdrücke. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Keine Ahnung. Kann man hier rein? Nein. Ein bisschen Graffiti. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Okay. Da ist der Leuchtturm. How long has that been here? Trust no one. Lagerfeuer. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. Ist aber auch ein schönes Plätzchen, muss ich sagen. Hier haben wir eine Karte. Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Das ist süß. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes zu Chloe und reden mit ihr. I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Erinnert mich irgendwie an Blair Witch Project mit Steinhaufen und Stöckern, aber vielleicht bin ich da ein bisschen
fehl am Platz mit den Gedanken gerade bei dem Spiel. Ja, Leute, wir reden als nächstes mit Chloe hier an der wunderschönen Bank in der Sonne. Mal gucken, was da so Sentimentales hochkommen wird zwischen Max und Chloe und was wir da für Entscheidungen treffen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr entschieden hättet oder wie ihr meine Entscheidung jetzt fandet. Finde ich alles, wie gesagt, super schwierig. Also beides hatte so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Naja, bin gespannt. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dann.